Ja, herzlich willkommen auch hier aus dem Proberaum zum zweiten Tag des Wetterkongresses. Wir haben auch hier ein vollgestopftes Programm und ich darf jetzt begrüßen Emanuel Löffler aus Freiburg im Breisgau. Er ist wissenschaftlicher Assistent in Basel am Institut für Wirtschaftsinformatik mit der Spezialisierung oder macht seine Arbeit dreht sich um politische Dimensionen von der Dezentralisierung. Viel Spaß, Emanuel, bitte. Danke, Patrick, für die Einführung. Genau. Und ja, schön, dass ihr da seid. Ich sehe euch vielleicht später. Ich stelle mir vor, wie ihr aussieht gerade und fange einfach mal an. Genau, Titel des Vortrags heute, Dezentralisierung als neue alte Herausforderung. Ich habe hier mal den Granatapfel genommen als Beispielbild, weil Dezentralisierung kann sehr viel bedeuten und sehr wenig. Und hier haben wir ja so diese kleinen Körner, die erstmal auseinandergebracht werden, bevor man sie essen kann. Ja, ich werde es mal nicht überstrapazieren. Ich denke, ihr könnt es euch vorstellen. Und wir steigen mal ein. Patrick hat mich eben schon kurz vorgestellt. Ich bin Emanuel Löffler, arbeite in Basel und ja, genau. Ach nee, die Vorstellung kommt danach. Was kommt jetzt, ist vor allem erstmal die Frage. Ich werde erstmal jetzt euch einen Stand präsentieren, womit ich mich gerade beschäftige. Und zwar bin ich in einem frühen Stand meiner Promotionsvorbereitung und habe begonnen, mir politische Dimensionen verschiedener Dezentralisierungsprojekte anzuschauen. Was das genau bedeutet, werden wir gleich noch mehr sehen. Es ist auf jeden Fall eine Annäherung und der aktuelle Stand von dem, was ich bisher erarbeitet habe. Und ich bin auch gespannt auf eure Inputs später in der Fragerunde und in der späteren Big Blue Button Runde noch, wenn ihr Lust habt, da vorbeizuschauen. Ich werde dann noch genauer aufs Fediverse eingehen und einige Dimensionen dort und auch nochmal kurz was dazu sagen, was das ist, wenn ihr das noch nicht wisst. Und der Ausblick wird dann eben auch überleiten zur Q&A-Runde. Ihr seht jetzt hier einen QR-Code über mir und wenn ihr den nicht einlesen könnt oder wollt, könnt ihr auch den anderen Link öffnen. Das ist nicht notwendig. Es war nur einfach so, dass ich die Quellen nicht alle auf die Folien quetschen wollte. Ihr könnt dann da eine Übersicht sehen. Da sind bis auf eine Folie alle Quellen drin und es wird noch ein bisschen was nachher nachkorrigiert, was mir hinterher noch aufgefallen ist. Ja, jetzt nochmal ganz kurz zu mir. Ich habe Soziologie, Philosophie und Gesellschaftstheorie in Jena studiert. Also ich komme eigentlich nicht aus dem technischen Bereich, habe mich da aber einfach immer total stark darauf fokussiert, immer sehr viel großes Interesse gehabt, vor allem eben auch in Dezentralisierungssachen im Bereich Social Media. Das hat mich früh interessiert und so Kryptografie eben auch, also nicht so sehr im Sinne Blockchain, was ja heute häufig darunter verstanden wird, sondern vor allem Verschlüsselungstechnologien. Und so habe ich meine Masterarbeit damals auch zu den Cypherpunks geschrieben, auch frühe Dezentralisierer, wenn man so sehen will. Und genau, aktuell arbeite ich in Basel. Mastodon-Account könnt ihr da unten auch sehen, kommt nachher auf der letzten Folie auch nochmal. Aber jetzt rein ins Thema. Was meinen wir mit Dezentralisierung? Was soll das eigentlich sein? Ich habe hier mal so ein klassisches Bild aus der Studie, die der Gründung des Internets oder seiner Vorläufer vorausgegangen ist. Und wir sehen hier drei Modelle, und zwar zum einen mal ein zentrales Modell. Wir sehen in der Mitte so einen großen Punkt und am Rand ganz viele kleine Punkte. Das ist so ein, wenn man das mit Rechnernetzen vergleicht, das ist eben ein Hauptrechner und alle verbinden sich damit, um darauf zuzugreifen. Man kann aber auch sagen, eine Zentralbank, die ganzen Gelder ausgibt oder ja, eine Regierung, die die äußeren Stellen eben steuert und ihnen sagt, was passieren soll. Ein dezentrales Netz sieht so aus, dass wir zumindest viele Zentren haben, die miteinander verbunden sind und aufeinander einwirken können. In dem Internetkontext eben wieder ist das Relevante hier vor allem, dass es nicht alles über diesen einen zentralen Knotenpunkt gehen muss und wenn er wegfällt, stehen alle alleine da oder ganz ohne Verbindung, sondern wenn hier irgendwo in der Mitte mal so ein Hauptknoten ausfällt, dann können die anderen immer noch ganz gut miteinander kommunizieren. Das Internet funktioniert eben heute auch so. Der Idealzustand ist eben der letzte hier, der verteilte oder vermaschte, bei dem alle möglichst gleich verteilt miteinander verbunden sind. Und wenn hier eben ein Knotenpunkt ausfällt, dann spürt man das kaum.
während das hier bei dem dezentralen Netz noch nicht der Fall ist. Die Übergänge sind hier fließend. So, erstmal die schematische Darstellung. Wozu macht man das eigentlich? Jetzt zur Vorwarnung, es ist eine Folie mit einer ziemlich großen Textwand. Es gibt nachher nochmal eine kleine Zusammenfassung. Ich habe hier einfach mal eine Runde Zitate gesammelt. Verschiedene Projekte, die sich Dezentralisierung auf die Fahne schreiben und womit sie das begründen oder wozu das ihrer Meinung nach dienen soll. Fangen wir mal an zum Beispiel mit dem Projekt Ethereum, was ein Blockchain-basiertes Unternehmen ist. Also nicht Unternehmen im wirtschaftlichen Sinne, sondern Vorhaben. Und dort gibt es zwei Zitate, die ich von deren Webseite übernommen habe. Zum einen distributed, DAOs sind verteilte Organisationen, also sowas wie Gruppen, die zusammenarbeiten. Und hier geht es darum, dass die Voraussetzung ist, dass man niemandem vertrauen muss in der Gruppe, sondern es soll eben über diese Blockchain irgendwie technisch gelöst werden, dass Entscheidungsprozesse von allen gleich getroffen werden müssen und dass sich nicht Einzelne einfach durchsetzen können. Zum anderen schreiben Ethereum über Bitcoin, dass es vor allem offen für alle ist und niemand die Möglichkeit hat, die Regeln, die es bestimmen, zu verändern, weil das eben im Programmcode steht. Ich will euch jetzt damit nicht schon abhängen. Vielleicht wissen manche schon mehr darüber, manche weniger. Also gehe ich mal weiter. Anderes Beispiel, Mastodon. Nachher gehe ich nochmal mehr drauf ein. Auch hier geht es darum, eine Dezentralisierung meinen die, das ist eine Social-Media-Plattform im weitesten Sinne, dass nicht einen Server gibt, sondern viele verschiedene. Und sie sagen eben vor allem, es gibt nicht eine Firma, die eure Daten sammelt und verkauft. Gemeint ist damit zum Beispiel Facebook, also die großen. Und die Problematik kennen die meisten auch schon so. Das Tor-Projekt, ein Anonymisierungsnetzwerk im weitesten Sinne, also ein Netzwerk auf dem Internet. Man kennt es vielleicht auch als Darknet, das ist ein bisschen mehr so der Mediennamen. Ist vor allem ein Netzwerk, das eben möglichst verteilt sein soll, damit da verschiedene, wie Sie selbst schreiben, Interessen und Vertrauensvorstellungen gelten können. Das Web 3, ein ganz relativ neuer Begriff. Gavin Wood, Begründer von Ethereum, sagt, es soll darum gehen, dass jeder daran teilnehmen kann, Provider werden kann, so wie jeder andere auch. Tim Berners-Lee, der Erfinder des World Wide Web, des frühen Internets, hat vor allem gesagt, in seiner Vorstellung, als er den Webbrowser entwickelt hat und die Sprache des HTML, das unser Internet heute ausmacht, mit Links und so weiter, dass es vor allem darum gehen sollte, dass man ohne große Bittstellung an eine Bibliothek, die einem das dann erlaubt oder so weiter, einfach darauf zugreifen kann und nicht auf irgendeine Datenbank Zugriffsrechte braucht, sondern man klickt sich da einfach durch, mal so gesagt. Und zuletzt, auch in der Politik wird von Dezentralisierung sehr lange schon gesprochen und gemeint ist damit, dass den unteren politischen Ebenen Entscheidungsprozesse eben abgegeben werden. Ich meine, in der Schweiz muss ich das am wenigsten erklären, das ist ja hier wirklich sehr wichtig. Und die Idee ist eben auch, dass Entscheidungsprozesse zu Problemen eben auch da getroffen werden, wo die Probleme auftreten. Also nochmal in kurz jetzt. Vertrauen und Autorität abschaffen ist eine Idee, die zur Dezentralisierung verbunden wird. Datenschutz erhalten ist eine andere. Diversität fördern ist eine. Partizipation ermöglichen. Niedrigschwelliger Zugang oder Probleme da lösen, wo sie anfallen. Das ist nicht abgeschlossen, das ist ein Teil. Und gerade im technischen Bereich gibt es, glaube ich, noch einen viel weiteren Horizont. Dezentrales Rechnen zum Beispiel, die ich jetzt hier gar nicht angefasst habe, aber es gibt eine Grundidee. Ja, also es ist ein unscharfer Begriff tatsächlich. Die Bedeutung kann je nach Kontext verschieden sein. Und der Medienwissenschaftler Nathan Schneider hat hier drei eigentlich vor allem wichtige unabhängige Felder aufgemacht, in denen der Begriff viel diskutiert wird. Und zwar sind es politische Theorie, frühe Computernetze und Kulturen, die sich um Blockchain-Netze bilden. Frühe Computernetze ist eben auch der wissenschaftliche Bereich. Ich würde sagen, es sind nicht nur frühe, sondern auch heutige Computernetze. Wichtig für die politische Theorie ist, dass eben Verwaltung, Steuer- oder Entscheidungsprozesse dezentralisiert werden und nicht an einem Ort getroffen werden. Frühe Computernetze haben wir eben gesehen, haben verteilte Verbindungen,
zwischen den verschiedenen Knotenpunkten fördert und dass sich auch alles sehr spontan koordinieren kann, dazu auch gleich mehr. Und bei Blockchain geht es auch nochmal um eine andere Trias von Architektur, Politik und Logik, die ich jetzt aus Zeitgründen jetzt mal noch auslasse. Schneider sagt dazu auf jeden Fall, es ist ein technisches Vokabular auf der einen Seite und oft auch relativ klar definiert, je nachdem. Aber es ist auch ein politisches Projekt. Das sehen wir eben auch aus den Anforderungen, die vorher schon genannt wurden, was es eben auch als politische Dimension interessant macht. Genau. Schauen wir mal in der Politik an, was es da so für verschiedene Kontexte gibt. Ein Beispiel ist jetzt zum Beispiel Westdeutschland nach 1945. Also Deutschland hat ja auch seine Geschichte von Bündnissen und so weiter. Aber vor allem die Aufteilung in ein dezentrales Land in Westdeutschland nach 1945 hatte vor allem die Idee der Alliierten, dass Zentralisierung von Macht unterbunden werden soll, dass nicht wieder eine Verwaltung durchgreifen kann. Und das hat sich auch noch ausgewirkt auf die Wirtschaft. Es gab auch ein Vorhaben der Dekartellisierung, das alles im Potsdamer Abkommen abgeschlossen. 1949 mit der Bundesrepublik, mit der Gründung der Bundesrepublik, hat sich das auch noch mal ein bisschen mehr in die Richtung Zentrum bewegt, aber bis heute haben wir eine große Verteilung von Entscheidungen. Was wir hier sehen, ist eben, dass es gezielt darum geht, eben Machtkonzentration zu unterbinden. In der Schweiz haben wir den eher historisch zusammengewachsenen Zusammenschluss, der nach dem historischen Lexikon der Schweiz dazu sagt, bis heute wird der Akzent auf das Streben nach einer möglichst dezentralen, örtlich vor Ort verwurzelten Staatsstruktur gesetzt. Also es geht hier wirklich darum, die Örtlichkeit beizubehalten. Und genau, in postkolonialen Staaten war im 20. Jahrhundert auch viel die Rede von Dezentralisierung. Einerseits im Widerstand der Bevölkerung, Franz Fanon hat davon gesprochen zum Beispiel, zum anderen in postkolonialen Planwirtschaften hat die Weltbank und der Internationale Währungsfonds stark sich dafür eingesetzt, dass dort eine stärkere Dezentralisierung der Märkte stattfindet. In Computernetzen, wir hatten es ja gesagt, frühe Computernetze, war das nochmal andersrum. Da ging es erstmal los eigentlich von der zentralen Einheit, das ARPANET, Teil des US-Verteidigungsministeriums, hat ein Vorläufer des modernen Internets schon Ende der 1960er Jahre entwickelt, das ARPANET. Und die Idee war eben, verschiedene Rechner miteinander zu verbinden, ohne dass es eine zentrale Instanz in Form von Kommando- oder Kontrollzentralen gab. Hier rechts oben seht ihr von 1973 die Karte des damaligen Netzes, wo so ein paar Rechner dranhängen. War noch sehr klein. Aber es hat schon funktioniert. Ein Halbmythos, den es dazu gibt, ist übrigens, dass es einen Schutz gegen atomaren Angriff bieten sollte. Tatsächlich tat es das, also man konnte nicht mehr ein Zentrum angreifen und alle Rechner sind nicht mehr miteinander verbunden. Aber in der tatsächlichen Umsetzung war das nicht die Grundidee, auch wenn die Idee aus Vorforschung mit eingeflossen ist. Dazu mehr auch in den Quellen, die ich auf dem Link angegeben habe. Und es folgten danach noch weitere Netze, die dem dann einverleibt wurden mit der Zeit, die sich zusammengeschlossen haben. Ein militärisches Netz, das MILNET, das CSNET. Aus der Wissenschaft und Bitnet aus der Wirtschaft, das Usenet so mehr als das Netz der Privatleute Ende der 70er Jahre. Nach und nach wurde das zusammengeschlossen und ist übergegangen aus dem Besitz staatlicher Institutionen in die Internet Society, eine Non-Profit-Organisation, und ist seitdem eben auch nochmal stärker eine öffentliche Infrastruktur, die dezentral funktioniert. Wodurch wir das Internet vor allem die meisten von uns kennengelernt haben oder kennen, ist eben das World Wide Web. Und das hat wesentliche Bedienungen des Internets erleichtert, indem wir eben Webbrowser bekommen haben, mit denen wir Internetseiten aufrufen können. Die Adresseingabe ist relativ leicht geworden. Und das Ganze hat aber trotzdem ohne zentrale Steuerung funktioniert. Man konnte überall Webseiten aufsetzen, die eine kann die andere aufrufen, ohne dass es ein Zentralregister oder sowas bräuchte. Ja, und ein letztes Beispiel, die Blockchain. Hierbei geht es um eine dezentral betriebene Datenbank. Es ist ein technisch relativ spät erschienenes Modell. 2011 kam der erste technisch umgesetzte Entwurf. Die Idee ist schon etwas älter und es geht darum, eben dezentral statt zentral Wertbeträge zu verzeichnen, Dokumente abzulegen. Also man kennt das jetzt heute als Smart Contracts oder eben auch Anwendungen zu betreiben.
Programme, die eben nicht auf zentrale Server angewiesen sind. Die Idee dabei ist eben, dass neue Einträge, die in diese Datenbank eingepflegt werden, einen Fingerabdruck der bisherigen Datenbankeinträge tragen und dadurch soll Manipulation unterbunden werden. Das im Detail jetzt zu beschreiben, würde ein bisschen weit gehen. Die Idee ist einfach, dass eine nachträgliche Veränderung in dieser Buchführung alle nachfolgenden Einträge, allen nachfolgenden Einträgen widersprechen würde. Und dadurch haben wir an ganz vielen Stellen diese Datenbank abgebildet. Manipulationen sind hier trotzdem möglich, aber nur mit viel Aufwand. Zum einen, indem man sehr viele der dezentralen Rechner kontrolliert, die diese Datenbanken betreiben, oder indem man Sicherheitslücken findet und ausnutzt. Übrigens interessant, bei Ethereum wurde da dann menschlich eingegriffen, auch wenn man sich auf die Fahne schreibt, dass der Code regiert. Es muss über den Inhalt bei allen Servern Konsens bestehen. Also wir haben hier ein Netz von vielen kleinen Servern, die diese Datenbank spiegeln, also alle die gleiche Datenbank tragen. Und wenn ein neuer Eintrag kommt, müssen die alle darüber übereinstimmen, dass das jetzt eingetragen wird. So. Genau. Kurz gesagt, Dezentralisierung. Inwiefern ist das Dezentralisierung im Vergleich zu einer Zentralbank? Haben wir hier eine gewisse Unabhängigkeit von zentralen Autoritäten. Der Programmcode wird natürlich noch von wenigen entwickelt. Außerdem haben wir die Möglichkeit, ohne Beglaubigung öffentlich fälschungssicher Verträge abzulegen. Das bedeutet, wir haben keine Notwendigkeit mehr, eine Autorität zu haben, die das belegt. Und de facto haben wir aber ein hohes Maß an Konzentration der Währung. Sehr wenige Leute besitzen eigentlich einen sehr großen Teil zum Beispiel von Bitcoin. Und das Mining, also das Schürfen von Kryptowährung, ist auch ein technisch sehr aufwendiger Prozess und sehr teurer Prozess mittlerweile. Genau. Außerdem ist die Datenbank an sich natürlich zentral. Also es gibt hier nicht verschieden vorliegende Inhalte. So. Das waren drei wichtigen Beispiele, die eben Schneider ausgemacht hat. Ich komme voran und die Kritik an Zentralisierung und Rufe nach Dezentralisierung gab es im Kontext des Internets auch schon sehr früh. Tim Berners-Lee, einer der Erfinder des World Wide Web, eben Anfang der 90er, der den Webbrowser erfunden hat und die Hyperlinks zum Klicken, hat schon DNS als eine unzulässige Zentralisierung gesehen. DNS sind diese doch relativ zentralen Server, die uns helfen, wenn wir zum Beispiel facebook.com aufrufen, das in eine Netzwerkadresse umzuwandeln, die ja eben aus einer Zahlenkombination besteht und dann eben uns weiterführt. Und er hat da eben schon eine Problematik drin gesehen, weil er eben gesagt hat, das ist nicht mehr richtig dezentral, sondern zentral kontrolliert. Ich glaube, er ist davon später abgerückt. Es gab dann eben auch in der Geschichte eine sukzessive Zentralisierung des Internets. Es gab verschiedene Plattformen, eine Plattformtendenz. GeoCities war sowas, wo viele Leute sich kleine Webseiten gemacht haben. Yahoo, damals eine Zeit lang die größte Suchmaschine. AOL als ein sehr wichtiger Zugang zum Internet. Später MySpace und Facebook als soziale Netzwerke, auf denen wirklich sehr viele Leute zusammengekommen sind. Und letztendlich für viele Leute wurde das soziale Netzwerk dann gleichbedeutend mit Internet, aber kontrolliert von einem zentralen Unternehmen. Skandale wie die Leaks von Edward Snowden führten dann zu einem zunehmenden Bewusstsein für Überwachung in den 2010er Jahren. Und auch da kamen Rufe nach Dezentralisierung auf, weil eben Geheimdienste von den großen Unternehmen direkt Daten abziehen konnten und verwenden konnten. Allerdings hat eher die Verschlüsselung zugenommen. Auch WhatsApp ist heute verschlüsselt. Dezentralisierung nicht so sehr und ist eher noch ein Nischendasein. Aber ein sehr erfolgreiches Beispiel ist eben aktuell das Fediverse. Das Fediverse ist ein Sammelbegriff für verschiedene Social Media Plattformen, die sich, sagen wir mal, pragmatisch dezentralisiert haben. Wir sehen hier oben rechts wieder das Dezentralisierungsbild von vorhin. Und zwar geht es eben darum, dass man viele kleine Server hat, die miteinander verbunden sind. Beispiele sind zum Beispiel PeerTube, PixelFed. PeerTube ist so eine Art YouTube-Ersatz. PixelFed für Bilder. Nextcloud ist da auch beteiligt. Das ist eben so ein Cloud-Anbieter. Manche kennt ihr vielleicht. Und was sie aber gemeinsam haben, ist, dass sie ActivityPub benutzen, also eine gemeinsame Sprache zum Datenaustausch. Wenn ich einen PeerTube-Account habe, kann ich eventuell auch
mit den anderen sogar in Kontakt treten. Sehr erfolgreich gerade ist Mastodon. Das ist Twitter sehr ähnlich. Und um es daran nochmal zu beschreiben, wir haben eben ähnlich wie bei E-Mail, mache ich mir einen Account bei einem Mastodon-Anbieter, zum Beispiel Freiburg.social, wo ich meinen Account habe, kann aber auch mit Leuten zum Beispiel von Chaos Social interagieren, wie bei E-Mail. Nur, dass das Ganze eben öffentlich passiert, so wie man es von Twitter kennt. Mastodon selber sagen eben auch dazu, dass es vor allem dadurch ausgezeichnet ist, dass es nicht einen Server gibt, der von irgendeiner Person oder Unternehmen betrieben wird, sondern von vielen verschiedenen und dass nicht ein Unternehmen die Daten verfolgt und verkauft. Das stammt aus dem Infovideo von Mastodon. Es gab noch andere föderierte Systeme. Ich habe sie hier mal aufgelistet. Ich gehe jetzt nicht weiter zeitmäßig darauf ein, vielleicht nachher noch mal im Q&A. Nennenswert aktuell ist wahrscheinlich vor allem auch matrix.org, sehr erfolgreich, das Chat-Protokoll. Und genau, aber wollen wir erstmal auf die Vorteile eingehen, die das mit sich bringen soll. Im Fediverse sollen gewissen Problematiken von Dezentralisierung entgegengewirkt werden. Und zwar kostet und verlangt es von den Einzelnen viel Aufwand und Wissen. Also wenn wir sagen, ich möchte meinen eigenen E-Mail-Server betreiben, dann muss ich ziemlich viel darüber wissen, wie das funktioniert, warum und wie ich das mache. Und es ist natürlich auch Aufwand, diese Server aktuell zu halten. Wenn wir das in kleineren Communities organisieren, dann schafft es kleine Zentren in Eigenverantwortung und entlastet damit die Einzelnen. Also nochmal das Beispiel eines Mastodon-Servers. Ich bin bei freiburg.social, es gibt einen kleinen Verein, die betreiben das für 500, 600 Leute. Und die Wege sind kurz, die wohnen in der gleichen Stadt wie ich in dem Fall. Und ich muss mich eigentlich nicht um viel kümmern. Dieses Activity-Pub-Protokoll von eben erlaubt aber eben den Zusammenschluss dieses kleinen Anbieters mit anderen. Da gibt es andere, größere und kleinere. Zum Beispiel könnten das welche von anderen Städten sein. In Deutschland starten aktuell auch sehr viele Datenschutzbehörden damit, eigene Server zu betreiben und Bundesländer auch. Genau. Das ist auch ein Vorteil davon, ist, dass es vergleichbar ist mit E-Mail. Hatten wir jetzt gerade schon. Es ist relativ leicht zu erklären, wenn Leute nicht wissen, was das ist. Und genau, hat weitere Vorteile auch für Communities selbst. Und zwar, das wird auch viel diskutiert, wenn man sich auf Mastodon so umschaut, gibt eben keine zentrale Instanz, die die Regeln vorgibt. Einerseits ist es weniger einschränkend. Andererseits gibt es die Möglichkeit, auch Dinge einzuschränken, um sich selbst Regeln zu geben. Also eigene Community-Regeln können hier ein angenehmeres Umfeld für die Mitglieder schaffen. Also auf Mastodon gibt es zum Beispiel sehr viele queere Communities, die einfach sehr vielen Anfeindungen ausgesetzt sind, wenn sie auf Twitter unterwegs sind oder auf Facebook und hier eben sagen können, okay, wir haben unseren kleinen Server mit unseren Regeln. Dadurch gibt es auch eine bessere Vertrauensbasis, wenn die Instanzen klein sind. Also Instanz bedeutet einen Server, weil eben jetzt zum Beispiel in meinem Fall wiederum ich die Leute aus dem Verein kenne in Freiburg und sagen kann, ja, ich vertraue denen, dass sie die Daten nicht weitergeben. Außerdem weiß ich, dass das Interesse ein bisschen kleiner ist, weil viel gibt es da nicht weiterzugeben. Die haben Daten von sehr wenigen Menschen. Es lässt sich schlechter verkaufen, als wenn man eine sehr große Datenbank hat. Es ist allerdings ein großer Aufwand für die Moderation. Ich habe hier mal noch eine Leseempfehlung, hier als QR-Code, später auch in der Liste, die ich eingestellt hatte, von den beiden Betreiberinnen von chaos.social, einer anderen Instanz, wo sie mal beschreiben, was das eigentlich bedeutet, weil es kommen eben auch Nachrichten von außen rein. Man muss sich damit sehr viel auseinandersetzen, wollen wir das hier haben. Und ich möchte es gerne kurz an einem Beispiel von Jugendzentren abbilden. Ich fand dieses Bild sehr schön, als ich das gefunden habe, im Thema Dezentralisierung in der lebensweltorientierten Pädagogik. Und zwar eben im Gegenteil zu links, wo wir eine zentrale Einrichtung wie Facebook haben, haben wir eben hier ein verteiltes Netz. Die verschiedenen Stadtteile haben eben eigene Jugendzentren oder Heime, die irgendwie miteinander in Verbindung stehen, weil einerseits ist das Gute lokal, kommen die Jugendlichen und bleiben so in ihrem Kontext drin und verlieren sich nicht total, indem sie in die Stadt fahren müssen. Und zum anderen sind die miteinander verbunden, weil sie dann eben trotzdem gegenüber Politik zum Beispiel eine einheitliche Position vertreten können. Also wir hatten es vorhin
mit der Politik. Die frühe Eidgenossenschaft war dadurch auch ausgezeichnet, also vor der Helvetischen Republik, dass sie nach innen eigentlich sich nicht besonders stark gegenseitig regiert haben, aber eben nach außen als Staat auftreten konnten und eben auch als solcher von den Fürsten außenrum akzeptiert werden mussten. Auch so können hier diese Jugendzentren zusammen auftreten. Was passiert jetzt aber, wenn zum Beispiel hier unten in Dorf C sich Nazis durchsetzen in diesem Jugendzentrum und da versuchen, Politik zu machen, auf die anderen einzuwirken? Effektiv, was passiert in so einem Fall? Normalerweise würde man rechtlich einschreiten, wenn es diese Möglichkeit aber nicht gibt, würden sich die anderen eben von denen abkapseln und eben die Verbindung zu ihnen aufgeben. Im Fall von Mastodon ist das auch tatsächlich schon passiert. Gapcom war ein rechtes Netzwerk oder ist bis heute ein rechtes Netzwerk, das 2019 von sehr vielen Instanzen eben blockiert wurde und bis heute ist. Und die interessante Sache ist dazu auch noch, dass auch die Softwareentwickler gesagt haben, so, das wollen wir nicht und das nicht unterstützt haben. Und zum Beispiel auch eine der beliebtesten Apps, um auf Mastodon zuzugreifen, Tusky, dafür gesorgt hat, dass wenn man sich dort anmelden will, man statt auf der Plattform Gapcom zu landen, kriegt man dann ein Musikvideo von Rick Astley zu sehen. Genau. Das ist eine ganz gute Sache. Aber es kann eben trotzdem, dass es so verteilt ist und so weiter, zu Plattformbildungen kommen. Und zwar können diese Communities, die einzelnen kleinen Communities, natürlich zu sehr großen werden. Die Kritik gibt es an Mastodon zum Beispiel auch schon sehr lange, dass der Großteil der Leute eigentlich auf wenigen Instanzen vertreten sind. Und die können sich natürlich rauslösen. Bei XMPP oder früher auch Jabber genannt, ist es in der Form ähnlich passiert. Das ist war auch ein offenes, föderiertes Protokoll. Das haben dann zum Beispiel auch Facebook für ihren Messenger übernommen, aber die haben sich eben abgeschlossen. Also nur weil die Technologie das erlaubt, mit nach außen Stehenden zu kommunizieren, heißt das nicht, dass sie das müssen. Und dann könnte zum Beispiel Mastodon.org, ist es, glaube ich, eine der größten, sich auch abschließen und dann müssten sich die Leute entscheiden, ob sie da bleiben oder nicht. Außerdem können dominante Communities auch sagen, wir setzen bestimmte Standards durch, also regulatorisch, also auch hier kann man sagen, was darf gesagt werden und was nicht. Das kann eben zum Guten wie zum Schlechten eingesetzt werden. Und außerdem haben wir eine Plattformbildung auch durch das Protokoll, also dieses jetzt ActivityPub, was ich mehrmals genannt habe, was zum Austausch zwischen den Plattformen dient, wird natürlich auch von Leuten definiert und programmiert im weiteren Sinne. Und die diese Protokolle entwickeln, haben natürlich auch einen gewissen Einfluss darauf, wie sich die Dinge entwickeln. Michael Seemann oder MS Pro, kennt man ihn auch als Blogger, nennt das auch den zwanglosen Zwang des dominanten Standards in einem Vortrag, den ich auch in der Linkliste habe. Zum Was tun hier würde ich noch empfehlen, den Talk von ES9 beim letzten Chaos Communication Congress online, auch in der Linkliste. Der hat sich nochmal stärker damit auseinandergesetzt. Wichtig ist zum Beispiel auch die Möglichkeit, Benutzerinnenprofile umzuziehen. So, ich komme auch langsam zum Ende. Ich hatte schon Angst, dass mir die Zeit ausgeht, aber es passt sehr gut. Dezentralisierung oder Dezentralität? Dezentralisierung richtet sich, würde ich eigentlich sagen, gegen Zentralismus. Es wird irgendwie ausgemacht, wir wollen etwas dezentralisieren, das heißt, es setzt voraus, dass irgendwas eigentlich zentral vorliegt. Beim Fediverse ist das sehr klar ausgedrückt, eigentlich die Machtposition großer Plattformen. Das bedeutet eben Datenschutz, das bedeutet aber auch Kontrolle der Inhalte und auch, wer darf was sagen, wer wird wie gefördert, also wessen Inhalte werden promoted, solche Sachen. Dem wollte man entgegenwirken. Allerdings setzt auch Zentralisierung Dezentralität voraus. Und wenn wir ein dezentrales System schaffen, bedeutet das nicht, dass man das nicht wieder zusammenführen kann und das wieder rezentralisieren kann. Das gilt es eben für das Fediverse zu vermeiden. Das gilt es auch für andere dezentrale Netze zu vermeiden. Und hier ist die technische Umsetzung eben nicht alles. Also nur weil wir ein dezentrales Netz geschaffen haben. Ich nehme auch nochmal das Beispiel von Kryptowährungen wie Bitcoin, die auf einer anderen Ebene dezentralisiert sind. Auch hier haben wir
sehr viel Geld konzentriert auf sehr wenige Leute und die können damit auch zum Beispiel den Wertkurs ein Stück weit steuern, indem sie mit ihrem Geld arbeiten. Und hier ist eben auch eine bewusste Positionierung der Betreibenden notwendig. Ich würde sagen, aus dem politischen Föderalismus kann man hier vielleicht ein bisschen was lernen. Einerseits kann man sich eben anschauen, was ist in der Geschichte so passiert. Föderalismus, welchen Zweck hat er immer wieder gedient? Ich meine, wenn man sich so durch die Geschichte durchschaut, gab es in größeren Staaten selten eine Situation, wo nicht irgendwie ein Bund auch vorhanden war. Deswegen könnte man sich auch die Frage stellen, wie könnte eigentlich eine politische Föderation des Fedivers aussehen? Wir sind technisch an dem Punkt, dass wir ein föderiertes soziales Netzwerk haben. Aber wie könnte es eigentlich aussehen, wenn sich eben die verschiedenen Kleinstaaten des Fediverse zusammenschließen würden, um eben auch nach außen gemeinsam auftreten zu können? Könnte eventuell auch bestimmte Probleme lösen, wie mit Upload-Filtern, dass eben kleine Instanzen überhaupt nicht damit klarkommen, wenn bei ihnen Inhalte geteilt werden, wo es dann Abmahnungen wegen Urheberrecht gibt oder sowas. Und ja, die letzte Frage wäre eben auch, was wären die Aufgaben und Ziele so einer Föderation? Und das möchte ich gerne in die Runde geben. Vielleicht später im Workshop, vielleicht jetzt schon. Nachfragen sind auch gerne da. Ich versuche alles so gut ich kann zu beantworten. Bei manchen muss ich vielleicht auch nochmal nachschauen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat gut geklappt. Ich sehe gerade, ich habe die URL hier nicht nochmal eingetragen. Aber ihr seht hier rechts oben den QR-Code zur Literaturliste nochmal. Und meine Kontaktdaten sind hier unten. E-Mail-Adresse und Mastodon-Account. Und ich bin gespannt auf eure Fragen. Ja, vielen Dank, Emanuel, für deinen sehr spannenden Vortrag. Jetzt sind doch ein paar Fragen reingekommen und lass mich hier kurz in den Chat schauen. An alle, die noch Fragen haben, schreibt unter eurem Stream, solltet ihr einen Link haben und dort könnt ihr dann eure Fragen stellen durch mich als Proxy. Jetzt gehen wir hier durch. Ja, eine Frage zum Ressourcenverschleiß von dezentralisierten Systemen. Gerade bei PeerTube, als ich mich da mal eingelesen habe, habe ich gesehen, ja, man kann da eigentlich seine eigenen Videos auf seiner eigenen Instanz hosten, aber die Föderierung ist noch so ein bisschen schlecht, weil da kopiert sich die ganze Inhalte, man muss dann denen auch vertrauen. Und wenn da jetzt, gut, jetzt geben wir mal nur auf die Ressourcen ein, das verbraucht ja dann immens viel mehr Ressourcen, als wenn ich es da zum Beispiel bei YouTube hochlade, jetzt mal dumm gesagt. Ja, also ich habe jetzt nicht ganz die Frage gehört, aber es ist auf jeden Fall ein relevantes Thema in dem Kontext. Ne? Also wir haben durch einen dezentralen Betrieb natürlich auch einen höheren Aufwand, indem wir überall kleine Rechner stehen haben. Ein zentraler Rechner ist tendenziell eigentlich erstmal deutlich effizienter. Aber wenn wir jetzt natürlich auch schauen, ich könnte es jetzt gerade nicht ausrechnen, aber wenn wir auch schauen, was YouTube sonst noch so macht, die machen halt unglaublich viel Tracking, Auswertung und ganze solche Sachen, die halt bei PeerTube jetzt nicht passieren sollten, idealerweise, die auch nochmal viel kosten, ressourcentechnisch. Ich kann mir gut vorstellen, dass trotzdem gerade in dem Fall PeerTube der Aufwand deutlich höher ist. Bei so Sachen wie Blockchain-Kontexten ist das ja auch klar bekannt, dass aktuell stark eigentlich mit Ressourcenverschwendung gearbeitet wird, um das überhaupt zu ermöglichen dort. Ich glaube, das wäre was für einen eigenen Vortrag nochmal. Aber das ist auf jeden Fall eine Problematik. Für PeerTube finde ich es interessant. Ich notiere es mir auch nochmal. Das würde ich mir nochmal genauer anschauen. Dann die Dezentralisierung erschwert so ein bisschen auch die Vernetzung, dass im Moment immer noch Expertenwissen braucht, um solche kleinen Communities aufzubauen. Und es verhindert dann auch irgendwie die große Masse in diese Netzwerke zu bekommen, da nicht jemand irgendwie Nachbarschaftshilfe hat mit irgendwie Server, die er zu Hause stehen hat. Und gehst du davon aus, dass sich das irgendwann mal ändert oder wird das immer so ein bisschen ein Expertengremium sein, dass sich dort trifft? Jetzt beim Betrieb? Wie kommt meine Nachbarin ins Fediverse? Ja, genau. Das finde ich einen super interessanten Aspekt und das ist auch das, dem, was ich noch mehr nachgehen möchte jetzt in der nächsten Zeit, weil ich glaube, es gibt da aktuell schon einen Zuwachs an Leuten, die darauf kommen. Ich glaube, es wird momentan auch mehr gefördert, eben durch zum Beispiel in Deutschland, durch die Bundesländer, die da was aufsetzen, aber ob das nun tatsächlich angenommen wird, ist wirklich stark davon abhängig auch, ob
man andere Leute dort wiederfindet. Und ich finde, Michael Seemann hat dazu ein gerade sehr überzeugendes Buch geschrieben. Jetzt habe ich gerade den Titel nicht im Kopf, aber kann das später noch zur Liste hinzufügen. Es ist letztes Jahr erschienen, ist, glaube ich, seine Promotion auch. Und es geht dort vor allem auch um die Entstehung von Plattformen und warum immer wieder zentralisierte Plattformen sich rausbilden, sei es über Protokolle, sei es eben sowas wie Facebook. Und ich glaube, ein gewisser ökonomischer Zwang liegt da auch noch mit drin. Das ist ganz interessant, dort nachzulesen. Ja. Jetzt, dezentrale Systeme heißen auch immer, dass da verschiedene Akteure miteinander interagieren müssen. Und das heißt auch, ja, dass da ein gewisser Konsens sein muss und dass das halt da auch dann Features gibt, die dann halt nicht plattformübergreifend funktionieren. Und solche Systeme sich dann tendenziell eher langsamer dann irgendwie entwickeln, als jetzt irgendwie eine zentrale System. Siehst du da irgendwie einen Lösungsansatz oder hast du da irgendwas darüber gelesen? Ja, die Frage ist, woran müssen sich die Systeme ja auch anpassen, ne? Also das ist interessant, wenn es jetzt darum geht, wieder um die Frage, wie kriege ich meine Nachbarin oder meinen Nachbarn auf die Plattform. Da ist es ja so, dass zum Beispiel eben die zentralen Plattformen sehr gut irgendwie so Nachfragekontexten schneller nachkommen können. Und da haben wir aber eben eine starke Wettbewerbssituation. Das heißt, aktuell glaube ich tatsächlich, dass das nicht unbedingt eine Schwäche ist, weil man eben ein Stück weit eine verlässliche Plattform hat, die sich nicht so ändert. Ich hatte auch mal die These gelesen, dass Facebook seine Nutzerinnen und Nutzer hält, weil sie sich immer wieder darüber aufregen, dass grundsätzliche Sachen verändert wurden. Und dann gibt's irgendwie Shitstorms auf Facebook gegen Facebook, aber die Leute bleiben halt trotzdem alle und irgendwie lernen sie das neue Feature lieben. Es ist halt irgendwie slow moving. Aber ich glaube, man müsste eben die einzelnen Probleme identifizieren, die das mit sich bringt und die dann im Einzelnen angehen, weil ich glaube, prinzipiell ist es ja nicht das Problem, dass diese Systeme sich langsam entwickeln, weil E-Mail zum Beispiel an sich entwickelt sich auch nicht weiter großartig, zumindest aus Sicht der Userinnen und User. Nur die einzelnen E-Mail-Anbieter bieten dann immer noch was Zusätzliches an, wie Kalender und so weiter, aber das ist ja davon unabhängig. Ich glaube, jede Person, die mal in einem Unternehmen die Unternehmens-IT geleitet hat, die kennt diese Probleme, dass wenn der Button mal verschoben ist, dann kommt da der große Shitstorm im Firmenchat. Jetzt, du plädierst für eine Dezentralisierung im Netz. Jetzt gibt es aber auch Tendenzen, globale Tendenzen, dass sich die Infrastruktur immer mehr zentralisiert wieder. Also man hat den Amazon-Topf, man hat den Azure-Topf, man hat den Google-Topf. Denkst du, dass es auch irgendwie in den Plattform-Services dann irgendwann mal eine Dezentralisierung gibt oder wird das, hast du das nicht untersucht? Ich finde ganz interessant, Lilly Pittman hat kürzlich von Zerforschung, die hat kürzlich einen starken Punkt gesetzt, auch was die Vorteile solcher zentralen Strukturen sind. Also sie hat gesagt, die meisten ihrer Projekte, die jetzt in letzter Zeit ziemlich viel Aufsehen erregt haben, auch hätte sie eigentlich so nicht umsetzen können, wenn sie nicht einfach das in 50 Zeilen Code auf irgendeinem Amazon-Server hätte umsetzen können. Weil hätte sie das alles selber betrieben, dann wäre allein da eben die Ressourcenverschwendung, von der wir vorhin gesprochen haben, einfach so groß gewesen, dass sie so viele Projekte nicht hätte betreiben können. Von daher ist es nachvollziehbar, dass es dann Zentralisierung gibt. Und ich glaube, ich würde auch nicht sagen, ich plädiere für eine Zentralisierung Dezentralisierung in jedem Sinne, weil eben, wie gesagt, teilweise ist es sinnvoll, dass Sachen zentral ablaufen, allein von Ressourcenschonung und von Administrationsfragen her. Es geht wirklich eher nochmal um die Frage, warum machen wir das? Und ich glaube, das ist was aktuell auch in der Diskussion um Dezentralisierung, auch in dem kulturellen Blockchain-Kontext zum Beispiel oft vergessen wird. Man sagt, Dezentralisierung ist per se ein Wert. Aber eigentlich ist Dezentralisierung halt eine Lösung, die dann manchmal auf der Suche nach einem Problem ist. Und wir müssen eben schauen, was haben wir für Probleme und wie lösen wir die. Und Dezentralisierung kann dazu ein Ansatz sein, muss es aber nicht unbedingt. Genau, gerade im Blockchain oder im Crypto-Space ist ja die Dezentralisierung ist so das Schlagwort. Das Web3 ist so ein Schlagwort, aber schlussendlich habe ich persönlich jetzt noch nie irgendwelche Ansätze gesehen, es gibt viele Lösungen, aber irgendwie nicht das Problem, wo sich jetzt irgendwie eine Blockchain irgendwie aufdrängen würde, jetzt in meiner Meinung nach.
Aber das ist nicht das Hauptthema jetzt. Du hast vorhin schon gesagt, ja, was passiert denn, wenn irgendeine Instanz, wenn da der Konsens nicht mehr da ist, dass man mit denen nicht mehr zusammenarbeiten will. Und man jetzt ist wieder so ein bisschen eine End-User-Frage. Jetzt bin ich halt auf dieser Instanz. Das heißt, ich verliere eigentlich all meine Kontakte auch irgendwie über andere Netzwerke hinweg. Gibt es da irgendwelche Lösungsansätze, dass man dann irgendwie doch seine Daten behalten kann, auch wenn dann irgendwie die Server nicht mehr im Netzwerk drin sind? Genau, also da würde ich nochmal auf den hervorragenden Vortrag auch von IS9 verweisen, der da ziemlich lange auch schon im Betrieb mit drin ist. Also eben, ihr findet den Link dann in der Literaturliste unter dem QR-Code. Ich versuche nochmal kurz zusammenzufassen, was der dazu gesagt hat. Ich glaube, was zum einen relevant ist, eben ist die Möglichkeit, User-Accounts richtig zu migrieren. Da gibt's zum einen das Problem, dass wenn ich sage, ich bin auf einer großen Instanz oder einer anderen und möchte jetzt wechseln, dann muss ich nicht nur die Daten mitnehmen können, so wie es das die Datenschutzgrundverordnung in Europa vorschreibt, sondern also wenn ich meinen Datensatz kriege, dann weiß der andere Server immer noch nicht, ob das mein Account ist. Und es gibt dafür mittlerweile Möglichkeiten, auf der einen Instanz zu sagen, okay, mein Account ist hierhin umgezogen, dann werden die Leute weitergeleitet. Aber so eine richtige Migration des Accounts gibt es noch nicht. Das heißt, daran muss irgendwo ein Stück weit gearbeitet werden. Aber es gibt natürlich auch diese Problematik, dass Abgrenzungen stattfinden. Und vielleicht bildet da so ein dezentralisiertes Social Network auch mehr noch die Realität ab, in der sowas manchmal ja auch passieren kann, dass Freundeskreise auf einmal anfangen, so sich so dermaßen anzufeinden, dass ich bestimmte Leute nicht mehr sehen kann und dann muss ich mich entscheiden. Und auch auf den großen Netzen passiert es ja im Prinzip auch einzeln, dass man Leute verliert. Das heißt, ich glaube, es ist in Bewegung, vor allem so von dem, was ich bisher weiß, merkt man das in den Fediverse-Kontexten, dass es ein wichtiges Thema ist und arbeitet daran. Also das möchte ich auch weiter verfolgen. Und es wird noch spannend, auf jeden Fall. Ja gut, dann schaue ich noch in den Chat rein. Es sind keine weiteren Fragen aufgetaucht und wir sind auch schon so knapp am Zeitlimit. Das heißt, ich danke dir sehr herzlich nochmals für deinen Vortrag, Emanuel.